Danke für den, wie immer, grandiosen Einstieg. Ich darf vielleicht gleich mit den Eisbrecher spielen. Aufgrund Ihrer langjährigen, sehr intensiven Beobachtung, können Sie sich persönlich eine Frau als Präsidentin der USA vorstellen? Ja, und ich glaube, dass in den USA wie in Österreich der Faktor Geschlecht, oder positiv formuliert, Nicht-Geschlechterdiskriminierung, sehr stark zurückgegangen ist. Dass auch das, was man vielleicht noch vor 10, 15 Jahren gesagt oder befürchtet hätte, nur die Bekenntnisbereitschaft wäre zurückgegangen. Man sagt also in Umfragen eben nicht, ich wähle X oder Y und deswegen nicht, weil ich grundsätzlich keine Frau wähle. Das stimmt nicht mehr. Wo es eine mögliche Diskriminierung gibt, auch hier eine Parallele USA-Österreich, womit einige aktuelle Kandidaten mit Ted Cruz und Marco Rubio vielleicht doch ein bisschen kämpfen müssen, können wir uns Präsidenten erst ab einem bestimmten Alter vorstellen. Mit Ausnahme von Norbert Hofer ist das Durchschnittsalter der Hauptkandidaten in Österreich exakt 70, das ist vielleicht etwas extrem, aber es ist unabhängig von den übrigens da wie dort 35 Jahren Mindestalter für das passive Wahlrecht doch noch eine größere Hürde, was natürlich wenig mit dem biologischen Alter, so wie es im Reisepass steht, zu tun hat, sondern auch wie man auftritt. Also es gilt das Art Altersbild, als dass man über den Fernsehbildschirm rüberkommt, weil niemand googelt dann und schlägt nach, wie alt ist das jetzt ganz genau. Also da glaube ich, dass das nicht mehr so ist. Nein, letztlich nicht. Also so sehr Sanders die Schwächen von Hillary Clinton aufzeigt, hat sich zum jetzigen Zeitpunkt, so verdorben bin ich als Politikwissenschaftler, diese Schutzbemerkung einzustreuen, nichts daran geändert, dass Hillary Clinton klare Favoritin ist. Nur, was hier schon passieren könnte, so sehr in den ersten Monaten ein Konkurrent willkommen war, um einfach nicht die Medienbühne ein halbes Jahr den Republikanern zu überlassen. Sie dürfen nicht vergessen, derjenige, der als Sieger aussteigt, hat gewonnen, egal was vorher als Schlammschlacht passiert ist. Er hat ein Sieger-Image, nur die anderen sind die Verlierer dieser Schlammschlacht. Und sie hat kein öffentliches Amt mehr, wie früher als Senatorin und Außenministerin, das sie automatisch Medienpräsenz hat. So sehr droht ihr doch die Gefahr, wenn sie nicht dann die klare Favoritin nach dem Super Tuesday oder nach den folgenden 10 weiteren Staatsvorwahlen bis zum 8. Junior Tuesday März ist, dann könnt ihr das vom Image her ein bisschen entgleiten, auch wenn sie am Ende dann trotzdem die Vorwahl gewinnt. Das ist die Gefahr. Nein, Sanders zeigt mehr die Schwächen Hillary Clintons auf, als er tatsächlich mehrheitsfähig ist, was allerdings schon aufzeigt, genauso wie Donald Trump, beide vielleicht nicht idealtypischen Personen sind, denn Socialist im amerikanischen Englisch meint ja Kommunist, in Wahrheit als Bezeichnung für Sanders, also das mit Sozialdemokrat zu übersetzen, wäre eine völlig falsche Übersetzung. Es zeigt die Polarisierung in der US-Gesellschaft und der Protest gegen das Establishment. Deshalb auch die Schwäche, die Leute hinten sammeln, wenn ich bin. Ich hätte auch eine Frage in Bezug auf Ted Cruz und Marco Rubio. Die beiden haben ja einen Latino-Hintergrund aufgrund der kubanischen Vorfahren. Inwiefern können Sie sich vorstellen, dass jetzt jemand aus der Latino, aus den Hispaniolas, wie man ja auch im Amerikanischen sagt, Präsident werden könnte? Die Ethnie hat ja schon bei Obama die Rolle durchaus gespielt. Ja, das halte ich für durchaus möglich. Wenn die Gratwanderung zwischen einerseits Vertreter einer Minderheit und andererseits klassischer Mainstream-USA in der Präsentation gelingt, der Vorteil eines Latin-American-Kandidaten ist sogar noch größer, denn während bei Afro-Americans bzw. Whites, das ist nun mal die etwas unglückliche Bezeichnung amerikanischer Wahlforschung, die Mehrheiten sehr klar sind, also jeder Kandidat der Demokraten, auch wenn er nicht wie Obama selbst afroamerikanischer Herkunft ist, wird mit 90% gewählt. Hingegen die Latinos sind für beide Seiten gewinnbar. Und das geht natürlich jetzt nicht um die kubanische Herkunft speziell, aber im Hispanic Council engagieren sich beide. Jeb Bush hat dort einmal eine Vorsitzfunktion gehabt, obwohl selbst nicht von der Herkunft her da kommen, aber ausgezeichnet Spanisch sprechen und das betonen. Das ist in vielen Staaten die entscheidende Wechselwählerzahl und die ist theoretisch für beide Seiten gewinnbar. Und da ist es für Rubio wahrscheinlich noch mehr und seine Lebensgeschichte als für Cruz ein absoluter.
absoluter Pluspunkt. Und das könnte bei einer knappen Wahl die Kiesling geworden werden, ja. Weil wir das Geschlecht schon haben, die Herkunft, welche Rolle spielt das Alter? Weil Hillary Clinton, das ist jetzt nicht mehr die ganz Jüngste, Donald Trump auch nicht mehr, wenn es plötzlich dann. Ja, das, was ich vorher sagte, also eher zu jung oder zu jung wahrgenommen, oder wenn Sie es pointiert zugespitzt wollen, Marco Rubio und auch Ted Cruz müssen sich, so wie sie wirken, ein paar Jahre älter machen, Hillary Clinton vielleicht ein paar Jahre jünger, aber das gleicht sich auch aus. Also sie sind da gerade schon noch über der Grenze, aber wenn, dann sehe ich eher bei der zu viel Jugend als Image das Problem, weil, und wie gesagt, da sehe ich auch die Parallele zu Österreich, man sich Bundespräsidenten erst in einem bestimmten Alter vorstellen kann, zumindest auf dem Fernsehbildschirm. Aber Obama und John F. Kennedy waren ja auch in dem Alter, wo jetzt mal gut wird. 4 Jahre vorher wären sie nicht gewählt worden. Also das ist genau, es fängt in den 40er Jahren dann an und also unter 40, obwohl formal möglich, ab 35, und ich glaube, da war parallel, wie gesagt, zu Österreich wäre nicht möglich. Aber es geht natürlich auch darum, wie präsentiere ich mich. Also ich kann, das ist nicht wissenschaftlich gesichert, aber 5 bis 7 Jahre in meiner Präsentation in die eine oder andere Richtung ausgehen. Mir ist jetzt, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, eigentlich nur ein Fall bekannt, wo das Alter sich nachteilig ausgewirkt hat, aber nicht von der Zahl der Jahre. John McCain hatte große Hörprobleme schon zum Zeitpunkt seiner Kandidatur. Und das hat natürlich bei Medienauftritten und bei banalen Dingen, wie zum Beispiel, dass er sehr viele Interviews und Hintergrundgespräche auf Flugreisen geführt hat, wo halt ein Hintergrundgeräusch auch normal ist, dann laufend zu Schwierigkeiten geführt und da hat man es dann stärker gemerkt. Und, aber das war auch nicht der Grund, warum er McCain verloren hat. Ja. Also so ein starker Kandidat war er nun mal nicht. Wie würde sich denn das Kräfte bei den tätigen Kandidaten verändern, bei Blumberg? Mit Blumberg ist sehr gut, ich habe den Vergleich mit Gries noch nicht abgeschlossen gehabt, danke für die Erinnerung, denn wenn ich diesen Vergleich fortsetze, Gries würde sich ja nicht den Vorwahlprozess der Parteien stellen, obwohl sie das könnte, denn es kann sich ja dort mehr oder weniger jeder bewerben, ob es der Partei passt oder nicht. Sie müsste, das ist die zweite Möglichkeit, Kandidat zu werden, Einzelstaat für Einzelstaat Unterstützungserklärungen sammeln. Und ich halte, ohne jede Ahnung, in einer Hobbypsychologie von Blumberg, ob er will, das für mich jeden Tag schwieriger werden, weil dafür muss ich mich auch vorbereiten, die zu sammeln. Und was zum Beispiel sagt jemand wie Ross Perot, in den Anfang 90er Jahren unabhängiger Kandidat passiert ist, dass man die nicht in jedem einzelnen Staat zusammenbringt. Und sobald nur einige Staaten fehlen, sind natürlich die Wahlchancen dann für seine Kollegium gegen null. Tendieren, also er müsste damit der vorbereiteten Kampagne. Es gibt noch im Sinne der Vollständigkeit eine dritte Möglichkeit, aber die wäre für ihn nicht imagefördernd. Es gibt neben der Democratic Party und der Republican Party auch Parteien, eine ganze Reihe, die entweder in einem Staat oder manche wenige, obwohl kleine Parteien, auch in allen Staaten Ballot Access haben, also ebenfalls einen Kandidaten nominieren können. Nur das ist für Blumberg kein wirklich gut gangbarer Weg. Einerseits haben diese Parteien, so klein sie sind, wir bekommen nur nichts davon mit, selbst Vorwahlen gerade. Und andererseits, wie soll er das mit seinem Image vereinen? Soll er als Kandidat der Green Party sich beispielsweise nominieren lassen? Das wäre problematisch. Als Kandidat der damals von Ross Perot gegründeten Reformparty wäre es vielleicht nicht ganz so diametral vom Image her, aber das würde zu vielen Folgefragen mit mühsamen Erklärungsbedarf führen. Das heißt, mit jedem Tag wird noch ein Kandidat, egal wie groß seine Finanzmittel sind, oder er wäre jemand natürlich, der sagen könnte, ich will keinen Cent öffentlicher Wahlkampffinanzierung, ich finanziere das aus der eigenen Kasse und bin trotzdem wettbewerbsfähig. Das ist dann kein wirklich realistischer Weg mehr und wo die Parteistrukturen, die natürlich viel schwächer sind, schon helfen im Hauptwahlkampf, das was die Republikaner und Demokraten gerade trainieren, das sind die Registrierungskampagnen. Es gibt ja keine Wählerlisten in den USA. Das heißt, aus einem ganz banalen Grund, weil es keine Meldepflicht gibt, können sie nicht als Behörde eine Liste der Wahlberechtigten erstellen und so wie bei uns bekannt im Haus aushängen und jedem zusenden, wo das Wahllokal ist. Also der einzig mögliche Umkehrschluss, man muss vor der Wahl wohin gehen und sich eintragen lassen. In manchen Staaten geht es übrigens auch noch am Wahltag. Und diese Registrierungskampagne ist natürlich ein ganz entscheidendes Erfolgskriterium,
weil ich habe nichts davon, noch zu einem Land, das ist eigentlich anders als bei uns, bei uns wird an einem bestimmten Tag gewählt, wo ein Drittel der Wähler circa wahrscheinlich vor dem Wahltag abstimmen wird. Sie haben in vielen Staaten, und Tendenz steigend, in ganz Oregon haben sie zum Beispiel ausschließlich Briefwahl, die Regel, dass sie ab einer bestimmten Frist vor dem Wahltag jederzeit ins Wahllokal gehen können oder ihre Briefwahlstimme abgeben können, auch schon teilweise Wochen oder Monate vorher. Und das plus Registrierung ohne die Parteistruktur oder eine andere, aber die hätte ich schon frühzeitig aufbauen müssen und das hätte man gemerkt, ist sehr, sehr schwierig. Also mit hoher Wahrscheinlichkeit mager Interesse haben, die Chancen wären allerdings nicht groß und das könnte ich noch abhalten. Schließt diese dann der Registrierung jede Mehrfachstimmabgabe aus? Nein, weil es nicht kontrollierbar ist. Theoretisch wäre das möglich, dass Sie zum Beispiel, weil ja die Organisation der Wahl bis hin zu, wie wird überhaupt abgestimmt, also Sie kennen ja einerseits, also das ist in nur 1-2% der Fälle der Fall, eine Stimmzettel wie bei uns, wo Sie ein Kreuz machen. Also ausschließliche Stimmmethode gibt es das kaum wo. Dann kennen Sie diese berühmten Touchscreens, wo Sie einfach Ihre Hand auf den Namen des Kandidaten auf einen Bildschirm legen und die Stimme wird gezählt. Dann kennen Sie berüchtigt geworden, natürlich beim Auszählungsskandal 2000, diese Art einarmigen Banditen, also Lever System oder Punch Card System, wo also eine Karte so gestanzt wird, etc. Und genauso ist es den Einzelstaaten überlassen, wer will bei uns, wenn auf Beschluss in Bregenz ganz anders abgestimmt wird, zum Beispiel mit E-Voting, als in Graz, weil man in Graz der Meinung ist, bei uns sollte man nur Briefwahl machen. Und im Südburgenland könnten die wieder entscheiden, uns haben diese einarmigen Banditen Lever Punch Card System so gut gefallen, das machen wir mal auch. Und in den USA haben sie gerade ein paar übrig, die sie nicht mehr wollen, nach dem Jahr 2000. Ne? Also das ist unvorstellbar. Und diese in den Einzelstaaten werden dann auch letztlich diese Registrierungslisten erstellt. Und es gibt keine zentrale Stelle, die das vollkommen synchronisieren und damit kontrollieren kann. Gerade hier aber bewusst gesagt, muss man schon im Sinne des seriösen Journalismus in einem Presseclub erwähnen, das ist alle 4 Jahre eine sehr, sehr interessante Geschichte. Aus praktischen Gründen mag es einzelne Personen geben, die das missbrauchen und versuchen, Wahltourismus zu machen, indem sie durch die USA fahren. Großflächig können sie es nicht organisieren, wenn sie die Wahl gewinnen wollen, ohne dass das auffällt. Weil wie wollen sie denn hunderttausende Menschen oder Millionen dazu bringen, so zu handeln, ohne dass das öffentlich wird. Und in dem Moment hätten sie die Wahl natürlich verloren, wenn das ein öffentliches Diskussionsthema wäre. Deshalb ist es keine reale Gefahr, dass dadurch der Wahlbetrug ist. Wo eher, übrigens doch bei den USA, das freut mich, Sie merken, mein Herz ist dabei, wo eher Unregelmäßigkeiten, um es vornehm zu formulieren, drohen, ist die Abwicklung der Registrierung im eigenen Staat. Sie haben alle Möglichkeiten und das wird vom jeweiligen Staat und damit indirekt auch von der dortigen Parteimehrheit festgelegt. Sie können natürlich, das was uns wahrscheinlich vertraut wäre, siehe Bundespräsidentschaftswahl sagen, wenn du dich registrieren lassen willst für die Präsidentschaftswahl, dann gehe zu Öffnungszeiten auf ein Amt, bewaffnet mit einem Ausweis und dort musst du dich dann eintragen. Sie können aber natürlich auch sagen, ich will die Wahlbeteiligung fördern und schicke, bei uns kennt man das eher als Bücherbusse oder so Backerbusse zu Weihnachten, wo man kurz was abgeben kann, im Stadtviertel mobile Registrierung stellt. Ich kann auch sagen, man kann das online machen. Unter Umständen auch nur ausschließlich online. Man kann auch sagen, du kannst einfach auch ins Wahllokal am Freitag im November kommen und sagen, hier bin ich möchte mich soeben registrieren. All das kann geschehen. Die Vielfalt kann man ja noch positiv sehen, indem man naiv argumentieren würde, ja, dadurch werden möglichst viele zur Wahlbeteiligung motiviert. Die Realität sieht anders aus, dass die jeweiligen Parteimehrheiten zumindest unter Verdacht stehen, das so zu entscheiden, wie die Wahrscheinlichkeit steigt, dass Leute, die mir nahestehen, es leichter haben zu registrieren. Also wenn ich zum Beispiel diese mobilen Registrierungsstellen speziell in Wahlbezirke schicke, wo mein Kandidat beim letzten Mal besonders weit vorne war. Das ist keine Garantie, dass es für einen anderen Kandidaten wieder so ist, aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß. Wenn ich es zum Beispiel auf Amtsstunden in der Behörde beschränke, dann weiß ich,
während man in den USA vom Gesetz her das Recht hat, am Wahltag die Arbeit zu verlassen, aber kein Recht hat, ich gehe jetzt mal weg, um mich zu registrieren, dann begünstigt man, wenn das der Amtsstunde ist, sicher zum Beispiel Selbstständige oder Leute, die in eher mittleren und höheren Berufen tätig sind und sagen können, ich gehe jetzt mal weg, Fabriksarbeiter haben kaum eine Chance, das Fließband lasse ich jetzt mal Fließband sein und gehe. Also bei Online-Voting weiß ich ja sehr genau, dass eher Jüngere das nutzen werden. Wenn ich also jetzt einen Kandidaten habe, der eher von Jüngeren gewählt wird, im Gegensatz zum anderen, der eher die 70-Plus-Vote hinter sich hat, dann kann ich sagen, deshalb mache ich Online-Voting oder nicht. Oder besonders üble Fälle, es gibt zumindest sich wiederholende Berichte, und in Summe sind es gar nicht so wenige Wähler, bei den Overseas-Soldaten zum Beispiel, die sollen natürlich auch motiviert werden, sich zu registrieren, da ist der Anteil der republikanischen Wähler ca. 80-90%. Es soll auch schon so gewesen sein, dass der Morgenappell mehr oder minder die Aufforderung zur Massenregistrierung war. Was auch den Verdacht nahelegt, dass das ein bisschen politisch motiviert war. Nachgewiesenermaßen politisch motiviert war es zumindest im Jahr 2000, als derjenige, der das innerhalb des Militärs organisiert hat, ein Verwandter von George Bush war und wohl ein kleines Befangenheitsproblem hätte thematisieren müssen. Weitschichtiger, aber trotzdem, ja. Ich hätte ein Seitenblicke-Thema. Im Fernsehen steht immer Bill, nicht Hillary. Könnte das im Laufe, weil der Wahlkampf wirklich härter wird und die Leute sagen nur, ja, der war schon auch der neue Präsident, was hat er jetzt wieder im Weißen Haus zu suchen, dass das auch ein Problem für Hillary werden könnte, positiv oder negativ? Also Problem von der Person her nein, denn ich würde mir mit den Prognosen viel leichter tun, wenn der Kandidat Bill Clinton hieße. Der würde wahrscheinlich gewinnen. Der Unterschied, das ist jetzt natürlich eine subjektive Wertung, die ich allerdings sinngemäß auch von vielen berufeneren US-Kollegen gehört habe, ist das, was auf Englisch für den Kontakt mit der Wählerschaft so schön to be connected heißt. Manchmal will ich mein Englisch an Ihnen ausprobieren, ist die deutsche Übersetzung unzulänglich. Gemeint ist die Fähigkeit, auch über den Fernsehbildschirm eine emotionale Verbindung mit den Wählern aufzubauen. Also nicht nur professionell, kompetent, manchmal tough, also hart aufzutreten, sondern auch diese emotionale Verbindung zu schaffen. Das ist extrem schwierig, noch dazu, wenn ein Bildschirm dazwischen ist. Und die Fähigkeit, die Bill Clinton immer noch im höchsten Ausmaße hat. Hillary Clinton wird sie abgesprochen. Sie hat sie nicht. Sie wird kompetent, entscheidungsstark, viele andere wichtige Eigenschaften, wenn man das Imageprofil einer Präsidentin ansieht, aber dieses Protobie-Connected hat sie in geringerem Ausmaß als ihr Mann. Das Dilemma ist natürlich, dass man es nicht einfach sagen kann, dann hilft er ihr, wenn er daneben auftritt, weil das zu ein paar Folgefragen führt. Sobald ich jemanden daneben stelle, wo sich Leute fragen, na, ihn wollte ich ja lieber, stellen Sie sich vor, Erwin Bröll würde, das ist ein sehr unpassender Vergleich, dass er sich nicht verheiratet, und unter auch steht konsequent neben Andreas Kohl. Dann würde ja die ÖVP dauernd die Frage in den Raum stellen, na, wäre es nicht doch der gewesen. Und obwohl, wie gesagt, ich habe das selbst ironisiert, der Vergleich an allen Beinen hinkt, ja, aber trotzdem würde eines gleich bleiben, es steht jemand daneben, wo ich selber die Frage provoziere, warum der eigentlich nicht. Also sie werden ihn dosiert einsetzen, aber das ist ein sehr, sehr schmaler Grat, das zu machen. Noch dazu, das würde die Demokraten allerdings nicht abhalten, wenn sie etwas machen wollen, um die republikanische Basis, die vor allem sehr konservative Basis, zum Rennen bis zum Umfallen, bis nicht nur zum Rande des Herzinfarkts, sondern darüber hinaus zu motivieren, dann nennen sie den Namen Bill Clinton. Also das würde die Gegenseite vereinen. Bei all jenen, die sagen, und wenn dann Trump unser Kandidat ist, dann lehne ich mich zurück, gibt es wahrscheinlich nur ein Motiv, warum die wieder motivierbar wären, sogar für Trump, und das heißt Beginn. Weil da die Geschichte der 90er Jahre, bis hin zu Lewinsky-Gate 98, den Verlust, also den Verlust der demokratischen Mehrheit im Senat 94 durch den Christian Reiterfolg und dann Newt Gingrich, da wieder alles wieder hochkommt. Und das motiviert Republikaner sehr. Aber das würde die Demokraten nicht davon halten. Das Problem ist, indirekt schwäche ich damit die eigenen Kandidaten. Das ist kein Seitenblick, das ist schon sehr spannend. Welche Rolle
spielt Europa und um vielleicht die Antwort länger zu lassen, weil wir nur kurz anfallen, Außenpolitik allgemein, welche Rolle spielt sie da? Die Antwort ist trotzdem keine, ob sie, wenn nicht noch etwas, ich korrigiere mich selbst und möchte etwas länger zum Thema. Die Antwort wäre wirklich keine in einem Wort gewesen bis 9-11. Seit 9-11, obwohl das viel mehr innenpolitische Folgen hatte, Stichwort Homeland Security Act bis hin zur NSA heute, spielt über das Thema Terror natürlich auch Außenpolitik indirekt eine verstärkte Rolle. Aber letztlich sprechen wir über ein Land, wo ein erheblicher Anteil nicht mal einen Reisepass besitzt, geschweige denn je im Ausland war, wo das Wissen über Außenpolitik minimalst ist und wo auch außenpolitische Themen aus diesen Gründen, selbst wenn es um Terror geht, natürlich sofort in innere Sicherheitsfragen umgedeutet werden. Außenpolitik wäre ja zum Beispiel die Stärke für Hillary Clinton. Wer sollte dort kompetent sein oder höhere Kompetenzwerte haben als die langjährige Außenministerin? Aber die Republikaner machen ein Thema innere Sicherheit daraus. Und das ist ihr Heimspiel. Damit ist das für sie gar nicht so sicher. Und was generell Internationales betrifft, ist eine wahre Geschichte, die mir von Vertretern ihrer Branche erzählt wurde, aber sehr glaubhaft, weil ich zwei der Beteiligten kenne. Nicht bei dieser Wahl, sondern in den Vorwahlen gegen Barack Obama schon vor 8 Jahren. Eine Wahlveranstaltung von Hillary Clinton und durch einen Zufall kam sie gerade fast allein des Weges, nämlich nur von 2, 3 Leibwächtern begleitet, heißt das, und eine kleine Gruppe von europäischen Zeitungsjournalisten stand beisammen, die sonst natürlich nie eine Chance gehabt hätte, ein Gespräch mit Hillary Clinton zu führen, hat sich ein Herz gefasst, ist auf sie zugetreten, hat sie kurz vorgestellt und hat gesagt, könnten wir kurz ein Interview machen. Da waren aber neben zwei österreichischen Zeitungen auch Frankfurter Allgemeine, NZZ dabei. Ihre Antwort war überhaupt nicht böse gemeint, völlig sachlich, why should I waste my time with you? Im Sinn von, Sie vertreten und erreichen keine Zielgruppe, die mir in diesem Wahlkampf irgendetwas hilft, das war rein sachlich gemeint, nicht böse, nicht zynisch, und hat aber die Einstellung verkörpert. Wenn Sie, das ist eine reale Geschichte des langjährigen Leiters des ORF-Büros in Washington, die Sie versucht haben, sich zu registrieren, nicht ein Interview zu bekommen, also so fantastische Vorstellungen hatte man nicht, ja? Sondern sich zu registrieren, nur für eine Veranstaltung, ein Pressbriefing mit ihr, wurden sie abgelehnt, der europäische Journalist, und wenn sie das immer wieder versucht haben, fast schon gedroht, also wenn sie sich noch einmal melden, dann kommen sie auf die schwarze Liste. Oder wie dieser Journalist dann geschlossen hat, übrigens als Austria, sind sie dort in der Bedeutung nicht nur alphabetisch zwischen Aruba und Aserbaidschan. Das ist so. Es gab den Langjährigen, um das zu veranschaulichen, durch 9-11 etwas relativiert, also man antwortet natürlich doch länger, weil das muss man korrekterweise, aber den langjährigen Vorsitzenden des Außenpolitischen Ausschusses im Senat, Jesse Helms, der zitierfähig, weil öffentlich gesagt hat, ich spreche zunächst nur mit Journalisten aus North Carolina, manchmal aus den USA, warum sollte ich mit sonst jemand sprechen? Der Mann war Vorsitzender des Außenpolitischen Ausschusses. Dahingehend habe ich noch eine Frage, nämlich Obama hat ja bei seiner ersten Kandidatur eine Europareise gemacht. Inwiefern haben solche Auslandsreisen von Kandidaten für den Wahlkampf eine Rolle gespielt oder nicht? Nein, das wurde so dargestellt, eher in den USA hat man diskutiert, kann man ihm das vorwerfen, und zwar nicht nur von republikanischer Gegnerseite, oder zumindest aus neutraler Sicht hat er dann nicht Zeit verschwendet. Es mag bei Obama ein bisschen anders gewesen sein, der jünger war, Anfang 40 damals, der sehr, sehr kurz erst ein größeres politisches Amt hat, denn er ist erst kurz vorher zum Senator von Illinois gewählt worden. Und da war es vielleicht naheliegend, das Imageprofil zu schärfen. Ich muss übrigens, wenn ich noch eine Parallele zu Österreich sehe, auch enttäuschen, so sehr auch die Vertretung im Ausland eine Funktion des österreichischen Bundespräsidenten ist und so sehr offensichtlich Kandidaten Medientrainings absolviert haben, um zu betonen, wenn es sich nicht aus dem Lebenslauf logisch ergibt, wie sehr sie das doch haben, als Wahlmotiv wird es irrelevant sein. Auch in den USA. Dann hätte ich noch eine Frage, nämlich inwiefern haben amerikanische Wahlkämpfe später für europäische Wahlkämpfe Vorbildfunktion?
Es gibt zwei Theorien auch in der Politikwissenschaft. Die eine, mir etwas zu simpel gestrickte, ist das Shopping Model. Das ist vordergründig leicht begründbar, denn es gab eine Umfrage mal unter österreichischen Parteimanagern der letzten vielen Jahre, von denen rund zwei Drittel angaben, sie waren, sei es unmittelbar zur Wahlkampfzeit, aber jedenfalls im Wahljahr in den USA, oft länger und mehrmals, und haben sich dort Wahlkampfstrategien, vor allem aber auch konkrete Wahlkampftechniken und Wahlkampfinstrumente angeschaut und letztlich eingekauft, importiert, deshalb Shopping Model. Vieles davon, und deshalb ist mir das Modell zu simpel gestrickt, wurde tatsächlich gemacht, aber unter zu geringer Berücksichtigung erstens des Wahlsystems und der politischen Kultur. Wir sind zum Beispiel nicht gewohnt, laufend angerufen zu werden, um für irgendetwas Marketing zu erfahren. Dinge, die da importiert wurden, wie Robocalls, also computerisierte Serienanrufe, sind bei uns von der politischen Kultur eher kontraproduktiv. Wenn Sie von einer Computerstimme oder Tonbandstimme angerufen werden, reagieren Österreicher irritiert, die Amerikaner zunächst neutral. Das war zum Beispiel, wenn wir von Hillary Clinton sprechen, einer der Schlüsselerfolge, warum Bill Clinton Lewinsky Gate, also eine außereheliche Affäre, 1998 überstanden hat, aus vielen Gründen und aufgrund seines Medientalents, aber auch, weil es Robocalls gab, nationwide, heute ist es Hillary Clinton, I just wanna tell you a story, und wo sie dann ihre Version erzählt hat, dass sie das natürlich nicht in Ordnung finden, aber über die scheinbar Wahl der Republikaner gewettert hat und so weiter und so fort. Ja. Das ist bei uns nicht importierbar. Der zweite Grund sind die Unterschiede im Mediensystem, schlicht und einfach, und im damit verbundenen Werberecht. Solange der ORF, die Formulierung rechtlich kann man streiten, weil es über die Geschäftsordnung definiert ist und nicht über das ORF-Gesetz, aber indirekt natürlich aus diesem abgeleitet ist, zum Beispiel keine politische Werbung schaltet und damit das mit Abstand größte elektronische Medium diese politische Werbung nicht bringt, weil in den USA öffentlich-rechtliches es schon gibt, das ist PBS, die haben Reichweiten von 1-2%. Und wenn Sie das Kongressfernsehen wie C-SPAN noch dazu rechnen, kommen Sie auf 1,5-2,5%. Also dort sind natürlich Werbespots dann irrelevant, ist es dort im Privatfernsehen, und es ist immer noch bei aller Bedeutung von Social Media, so wie 2000 Bedeutung gehabt haben oder dort bekommen haben, erstmals Bedeutung zentral der Fernsehwahlkampf. Können Sie dort Fernsehwerbung schalten? Es gibt nur zwei Grenzen. A, solange Ihr Geld reicht. Und B, die Fernsehstationen haben ausgetestet, was ist die Grenze der Verträglichkeit, und die liegt bei ca. 15 Minuten politische Werbung pro Stunde. Also Sie haben festgestellt, wenn mehr kommt, bringt es uns kein Zusatzgeld mehr. Dann schalten wir nicht in einen Block, sondern verteilt auf die Stunde. Das reicht. Das habe ich in den Treffer gelandet. Aber die haben wirklich ausgedacht, haben die Erfahrungswerte, dann brechen uns die Zuschauer ganz weg. Also es ist nicht durch zwischendurch mal Channel Hopping und kommen dann hoffentlich wieder zurück, sondern dann sind sie einfach bei dieser, ganz zentral zum Beispiel, die Morgenshow, die jeweilige mit Verkehr, mit Wetterinformationen, all diesen Dingen, die den Leuten wichtig sind, was wir eher im Radio hören, dann kommen sie nie wieder zu uns zurück. Und dann können wir auch die Werbezeit nicht mehr verkaufen und den Preis dort, weil dann schaut man sich die Quoten an und es bucht auch keiner. Aber das sind die einzigen zwei Regulative, die es gibt. Und damit sind viele diese Shopping-Modell-Ansätze. Was es eher gibt, ist ein Diffusionsmodell. Man hat das auch in der Politikwissenschaft so genannt, so wird es natürlich weder von Parteimanagern in den USA noch bei uns genannt. Das heißt, dass einzelne Ansätze dann eher so bei uns durchsickern, modifizieren werden, was ich für besser halte, und sich dann wieder finden, dass, ja, das merkt man an Stilelementen von der Vorbereitung und im Auftreten, in Fernsehdiskussionen, ich erinnere nur an den Klassiker, nein, das darf er nicht Jörg Haider erfunden, das war Ross Perot im amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf bei der dortigen Fernsehdebatte. Das ist aber jetzt nur eines von hunderten solchen plakativen Beispielen, die man im Diffusionsmodell hat. Also, und das ist auch höchst spannend, also ich werde heuer, jetzt im März schon wieder, mehrfach in den USA sein, auch in der Wahlwoche, und im Prinzip bei einer Reihe von Gesprächen, sind wir auch schon sehr hochrangig, ist das genau die erste Frage, die ich stelle, was sind die wirklichen Innovationen in diesem Wahlkampf, dafür ist es natürlich jetzt noch ein bisschen früh, aber weil das wird dann schon durchsickern bei uns, aber dieses Shopping-Modell funktioniert nicht, das fehlt oft die Kultur. Auch anderes schönes Einsatz dazu, zum Beispiel Negative Campaigning über scheinbar unbeteiligte Dritte,
wie in den USA. Wie wollen Sie das eben nicht nur geografisch, sondern politisch kleinräumig in Österreich mit einer engen Verflechtung von Interessenvertretungen machen? Sollen allen Ernstes die Arbeiterkammer bei einer extrem Negativkampagne, da sprechen wir von ganz anderen als von Kritik wie in Österreich, erklären, das hat ganz sicher null mit der SPÖ zu tun und die Arbeiterkammerpräsidenten wissen nicht, was die SPÖ ist. Und die Wirtschaftskammerpräsidenten stellen sich dann daneben und sagen bei einer Negativkampagne der ÖVP nie davon gehört, ÖVP, was ist das? Also das funktioniert nicht, wie in den USA, diese Taktiken. Schon, nicht, dass es nicht gemacht wird, auch in Österreich, aber in der Form von Kritik, aber nicht in der indirekten Unterstützung, aber nicht gemacht. Entschuldigung, ich habe Sie klar gesetzt. Ich höre, ich lausche. Na, Frage ist, die berühmte Rede von Kennedy in einem Hotel Anfang der 60er Jahre zum Thema: Ihr lieben Medien, seid bitte objektiv und informiert die Bevölkerung so neutral wie möglich. Relation von damals zu heute, wie sehen Sie das? Also Kennedy würde sich im Grab umdrehen und sich wundern über seine damalige Kritik, denn Sie haben von den vier großen Public Networks, mittlerweile sind es die Mehrheit der Fernsehinformationen im Wahlkämpfen über Cable Networks, eines, das ein reiner Propagandasender ist, Fox TV News. Ich erinnere nur an die letzte Präsidentschaftswahl Obama-Romney, da wurde schon in österreichischen Medien, geschweige denn selbstverständlich in allen amerikanischen außer Fox TV, erklärt, dass der Sieger Obama ist und Romney verloren hat. Nur Fox TV hat noch fast 2 Stunden gesendet, dass Romney noch gewinnen könnte. Also vollkommen absurd, dass, und zwar beim Medium, des Kandidaten und deren Teams in einer Ausnahmesituation sind und die Realität ein bisschen später anerkennen, hatten wir auch schon bei der steirischen Landtagswahl, nämlich bei der vorletzten, als die ÖVP 90% der Briefwahlstimmen hätte bekommen können müssen, um noch Erster zu sein und trotzdem noch kommuniziert hat, wir werden noch Erster. Ja? Aber das ist aus der Sicht der Partei oder des Kandidaten durchaus verständlich, das meine ich jetzt gar nicht so zynisch, wie es vielleicht klingt, aber aus Sicht eines Mediums natürlich völlig lächerlich. Dafür habe ich ja Experten, habe ich ein Team, das sollte nicht passieren und das 2 Stunden lang, ganz klar. Und es war auch eine Strategie, damals noch unter Cheney als Vizepräsident, dass ganz bewusst die Republikaner der Meinung waren, tendenziell sind Medien im Vergleich zum amerikanischen Mainstream eher liberaler, linksliberaler orientiert. Das ist aber nicht gelungen, um Begrifflichkeiten zu übersetzen. Aber aus Sicht der Republikaner, aus dem bleibt man sofort links, von manchen. Ja. Und deshalb müssen wir uns was einfallen lassen. Da hat man ganz bewusst Strategien entwickelt und eben auch eigene Medien im Radiobereich und mit dortigen Auftreten, man muss ja fast sagen, Politikprediger, nicht ist noch ärger, also im Vergleich zu Rush Limbaugh beispielsweise, einen dortigen republikanischen Radiomoderator mit großer Reichweite, ist der Papst ein Linksradikaler. Egal welcher. Ich könnte es noch, ist der Papst zu Zeiten des vor Jahrhunderten ein Linksradikaler. Oder wäre der Papst Che Guevara, was immer Sie wollen. Ja? Also das ist ist unglaublich. Also das können Sie sich nicht vorstellen. Das Problem der Republikaner ist aber natürlich, dass sie mittlerweile nicht nur in der Tea Party einerseits diese Basis haben, wo sie im Vorwahlkampf, wo sich ja nur die Basis beteiligt, nicht unbedingt die gemäßigte Mitte, besonders radikal sein müssen, um die anzusprechen, aber Positionen einnehmen, die ihnen im Hauptwahlkampf, wenn sie nicht ein Flipflopper, klassischer Vorwurf einer Negativkampagne werden wollen, also die Positionen wechseln, was Romney dann getan hat als Notlösung, auf den Kopf fallen. Es wird Sie wenig überraschen, dass republikanische Kandidaten grundsätzlich gegen Abtreibung sind. Das ist schon nicht in allen Staaten unbedingt ein Vorteil. In Idaho ja, damit gewinnen sie, in anderen Staaten nicht. Das geht ja so weit, dass es immer wieder Bewerber gibt, die nicht nur gegen vorehelichen Geschlechtsverkehr beispielsweise sind, damit stellt sich die Frage der Abtreibung ja dann nicht, aber die sind auch gegen ehelichen Geschlechtsverkehr. Und das ist dann nicht mehr mehrheitsfähig. Warum? Wenn hier in den einzelnen Ländern unterschiedlich waren? Das wird natürlich versucht, nicht nur in den Ländern, das noch abzuschließen, beispielsweise Rick Santorum, der auch diesmal jetzt schon zurückgezogen kandidiert hat, hat das konsequent vertreten und andere auch. Ted Cruz hat die Kurve noch rechtzeitig gekratzt, wenn man dann darauf verweist, sie haben aber Kinder, beispielsweise 3 Kinder, dann sagen sie ja die 3-mal schon, aber sie sind immer.
es gibt durchaus konservative Wähler, die sagen, das ist mir zu wenig. Also auf ein ganzes Leben mir zu wenig. Die sagen, das ist mir zu wenig, also dreimal im ganzen Menschenleben. Und um jetzt aber die Frage anzusprechen, natürlich wird in den USA durchaus auch erfolgreicher versucht, dann unterschiedliche Botschaften zu kommunizieren. Erfolgreicher nicht nur durch die Größe des Landes. Dieses Land hat ja einerseits 75 Fernsehmärkte mit über 100 jeweils Kanälen. Und in diesen Kanälen, gerade wenn das Kabelfernsehen an Bedeutung längst das Public Television überholt, sind extrem viele Spartenkanäle. Da können Sie natürlich, um ein anderes Thema zu nehmen, um mich jetzt auf etwas dickeres Eis zu begeben, nachdem es gerade wiederholt wurde, im Hunting Channel für den freien Waffenerwerb ganz radikal formulieren, weil nicht unbedingt lauter Befürworter des völlig freien Waffenerwerbs dort zusehen, aber Sie können davon ausgehen, im Hunting Channel wird niemand zusehen, der grundsätzlich sagt, es darf niemand eine Waffe besitzen, weil Jäger und andere im Regelfall eine haben, und dann werden sie das bei einem anderen Spartenkanal vielleicht wieder entsprechend abschwächen. Allerdings, das geht nur bis zu einem gewissen Grad und in der Tonalität, völlige Gegenpositionen zu sich selbst geht nicht, denn es gibt die Opposition Research der Gegenkandidaten, die das sofort vorhalten würden, also bisher viel Flugbeine der häufigsten, und etwas neidvoll, an dessen wir auch Journalisten etwas teilen, dass sie auch in den Fernsehstationen ganze Teams für solche Recherchen hatten, um das aufzuzeigen, was jemals ein Kandidat gesagt hat. Der ORF war sehr erfolgreich mit dem Modell Faktencheck, aber das haben zwei Leute zusätzlich ihrer Tätigkeit in einem Tag bis zum nächsten Tag und der nächsten Sendung machen müssen. Dort sind zweistellige Personenteams in zweistelliger Zahl wochenlang damit beschäftigt. Übrigens die größten und professionellsten Teams, was man immer das sagt, das ist kein Positivbeispiel, sind bei den Satire-Shows. Also warum Jon Stewart und Co. so erfolgreich sind und waren, weil sie große, hochprofessionelle Teams haben, die damit auch Satire auf ein gutes inhaltliches Fundament stellen und natürlich auch Recherchen machen, was jemals ein Kandidat irgendwann einmal gesagt hat, etc. Sind übrigens auch die meistgesehensten Politiksendungen in den USA, das sind Satire-Sendungen. Keine klassische Politiksendung erreicht in den USA so hohe Quoten wie die führenden Satire-Sendungen früher an erster Front, jetzt der Comeback prächtig, Jon Stewart. Also insofern hätte die Lugner dann große Chancen. Nein, sondern das könnte man auch anders interpretieren. Sie sagen natürlich, Trump ist ein Argument für Lugner. Die Sendungen allerdings nicht, denn dort wird die Satire bewusst professionell gemacht, auch von Medien. Bei uns überlasst man sie Kandidaten, wobei Lugner ja sowohl der Vorgänger wie der Nachfolger Frank Stonners war. Ne? Das war natürlich jetzt pointiert formuliert, vom Zielpublikum, das er anspricht, und das kann man anhand der Wählerstromanalyse und Wahlmotivforschung durchaus trendmäßig belegen, ist es einfach richtig, und auch, um einen Seitenhieb auszustreuen, das, was Medien daraus machen. Medien haben sich dankbarst früher Lugners bedient, um damit Quoten zu pushen, sie haben sich dankbar Stronach bedient, er ist selbstverantwortlich, er ist wahrlich ein erwachsener Mann, aber nichtsdestoweniger wurde er natürlich auch missbraucht, wenn manchmal kein inhaltlicher Grund bestand. Es ist klar, wenn er Spitzenkandidat ist, hat er in den Fernsehdiskussionen zu sein und so weiter. Aber es gab viele Medienauftritte, wo Medien dankbar berichtet haben, wo das nicht so logisch war. Und das Gleiche ist jetzt wieder bei Lugner, dass es keinen Unschuldigen trifft, sondern den Schuldigsten der Schuldigen ist ein anderes Thema. Ja? Das steht nur so an zu, ne? So ist es. Nein, es gehören drei dazu. Nein, nicht drei mit Lugner, sondern es gehören drei dazu. Es gehören Personen, die sich so inszenieren und inhaltlich 0,0 anzubieten haben. Es gehören Medien dazu, die diese Inszenierung teilweise sogar mitgestalten und dankbar darüber berichten. Es gehören aber drittens auch ein Publikum dazu, bei dem das offenbar gut ankommt, denn sonst würden die Medien aus ökonomischen Gründen wieder damit aufhören. Wie wird die zweite Runde ausschauen, die Stichwahl? In den USA gibt es keine Stichwahl. Nein, nicht, dass ich grundsätzlich keine Wahlprognosen mache. Und jetzt die standardwissenschaftliche Begründung führe ich gar nicht allzu lange aus. Angesichts beim letzten Bundespräsidentschaftswahlkampf mit einer sehr überschaubaren Kandidatenzahl, nämlich drei, und einem haushohen Favoriten, hatten wir trotzdem rund 20%, also ein Fünftel Wähler, die sich erst in den letzten paar Wochen oder sogar ca. 10% in den letzten paar Tagen entschieden haben. Ich
gehe davon aus, ich kann nicht sagen, wie viel höher diese Zahl wird, wahrscheinlich sogar höher sein, vielleicht ein Viertel, vielleicht ein Drittel, sind Prognosen sowieso Schall und Rauch. Vor allem aber jetzt sehen Rohdaten in Wahrheit so aus in der Meinungsforschung, nicht das, was Sie in Zeitungen, egal wie seriös oder unseriös die Umfrage ist, lesen, sondern dass alle, aber keiner der Kandidaten über 20% liegt. Also wenn ich nicht nur die deklarierten ausweise. Das liegt einfach daran, weil die mehr als jeder Kandidat jetzt schon Anhänger hat, sagen, ich weiß es noch nicht. Und das sind zum jetzigen Zeitpunkt großteils nicht nur solche, die sagen, ich habe eine Scheu, ihnen das mitzuteilen, sondern die das wirklich noch nicht wissen. Ganz abgesehen davon, dass unter den Deklarierten es auch noch jede Menge geben kann, die ihre Meinung womöglich noch wechseln. Also bei Rohdaten, wo keiner unter über 20% liegt, und das ist in etwa der aktuelle Rohdatenbefund, der jetzt dann die Differenzen hochzuschätzen, halte ich für müßig, und keiner über 20 ist natürlich viele, die durchaus eine Chance haben für die Stichwahl, deutlich unter 20%. Weil sonst wäre es ja fast nahe dran. Also das ist nicht abschätzbar, und wir werden 3 Wochen Intensivwahlkampf haben. Das ist auch meine These, dass die Zahl der Spätentschlossenen stark steigen wird, weil wir nur Ostern natürlich auch diese Zäsur haben. Aus Geldgründen, aber auch, weil sie wissen, es verpufft, haben sie ja die Kandidaten, mit Ausnahme eines Kandidaten, auf das Fairness-Abkommen sehr schnell verständigen können. Das ist immer ein Etikettenschwindel, wenn ich sage, ich mache ein Fairness-Abkommen, in Wahrheit vereinbare ich nur, wie kann ich Geld sparen. Wie startet die Plakatwerbung erst nach Ostern? Das ist ein seltsamer Euphemismus, Fairness-Abkommen, sondern das ist der ehrliche Befund. Wir bei den Parteikandidaten, aber für die Nicht-Parteikandidaten in Grenz gibt es noch mehr, wir haben eigentlich viel zu wenig Geld. Weil man muss sich das vorstellen, man hat die gesetzlichen Limits in Österreich eingeführt, 7 Millionen Euro für Nationalratswahl, für Präsidentschaftswahlkampf geltend, vor dem Hintergrund, die geben ja in Wahrheit ein Vielfaches aus. Und jetzt, sehr glaubhaft, für 2 Wahlgänge allerdings, sagen die Hauptkandidaten, wir haben nur 3-4 Millionen Euro. Das zeigt ja, wie klamm die Parteien. Was übrigens aber total spannend ist, komme ich vom Geld nicht weg in Österreich, in den USA ist natürlich eine riesen Geldoperation. Das läuft aber ein bisschen anders. In den USA ist es natürlich so, dass die Philosophie ist, was du hast, verpulvere es, denn durch die positive Eigendynamik kriegst du laufend mehr. Denn wenn du jetzt nach dem Super Tuesday als der Favorit bist, dann hast du beim Spendensammeln einen enormen Vorsprung. Gerade die großen Geldgeber setzen nämlich nicht auf ideologische Verbundenheit, sondern auf sichere Chancen. Die haben ja kein Interesse, einen Kandidaten zu fördern, der mit höchster Wahrscheinlichkeit nicht gewinnt. Deshalb ist die Philosophie, gib es aus, halte dir bloß nichts zurück, schon strategisch, ein paar Wochen vorplanend, aber nicht für den Hauptwahlkampf sich etwas aufheben. Das ist bei uns natürlich ein bisschen anders von der Planung, egal wie hoch oder meistens niedrig die Summe der Hauptkandidaten ist, wie gehe ich es denn strategisch an? Gebe ich alles wirklich aus bis zum 24. April? Bei uns funktioniert es nicht so, dass ich dann durch Spenden, Manna oder sonst irgendwoher plötzlich neue Millionen bekomme, sondern ich habe dann wirklich nichts mehr für den Hauptwahlkampf, also für den zweiten Wahlkampf, Hauptwahlkampf. Hebe ich mir was auf und scheitere um 0,5% oder 1%-Punkt bei der Stichwahl, habe ich vielleicht auch nicht allzu klug gehandelt. Weil was habe ich dann von der Million, die ich noch am Konto habe? Also das wird nicht nur von der Positionierung her, das ist übrigens sehr spannend bei uns. Da gibt es eine Parallele zu den Republikanern. Jetzt haben wir die erste Herausforderung, die österreichischen 5 Hauptkandidaten müssen in die Stichwahl. Für diese Stichwahl ist es vielleicht eine kluge Strategie, in Erwartung oder sogar wollen eines Lagerwahlkampfs, sich klar rechts oder klar links der Mitte zu positionieren. Vor allem klar rechts, weil wir bei den derzeitigen Top-Themen eher Mitte-Rechts-Mehrheiten haben, übrigens bei Nationalratswahl seit 1979 auch immer. Ob das aber eine kluge Idee ist, wenn ich im ersten Wahlgang 3 eher Mitte-Rechts-Kandidaten habe, denn zusätzlich zu Kohl und Hofer, die das ja unbestritten rechts sind, muss ich auch Gries, links ist sie sicher nicht, eher dort dazu rechnen, und auch Lugner wird nicht unbedingt viele linksliberale Stimmen bekommen, ist es vielleicht nicht so klug, die ganz rechte Position, weil dann verliere ich in der Mitte weitere Wähler an Van der Bellen und hätte in einer fiktiven Stichwahl gute Chance, aber dort bin ich ja gar nicht. Ein Dilemma, das Kohl zum Beispiel hat, wenn man sieht. Hofer wird nicht viel anders überbleiben, weil die Wirkung nach links beschränkt ist. Aber das Hauptthema ist ja eigentlich eh gesetzt. Bitte dafür fürs Wort.
Ja, wobei, ich weiß nicht, ob das jetzt wird, also die Grundsatzfrage zu diesem Thema und auch zur Sicherheitsfrage, ja, das ist ein Schlüsselelement, wie sich Präsidentschaftskandidaten positionieren. Bei einem Fehler würde ich es bei allen allerdings halten, wenn sie sich in die Detaildebatte, also beispielsweise aktuell Mindestsicherung, soll gekürzt werden, ja oder nein, egal mit welcher Position einlassen, denn es ist einfach unglaubwürdig, dass irgendein Präsidentschaftsbewerber ganz konkrete Gesetze beeinflussen kann jeweils. Sei es auf Landesebene oder sei es auf Bundesebene. Die Nichtregierungsparteikandidaten sowieso nicht. Eine absurde Vorstellung, dass die rot-schwarze Koalition dann den Wünschen eines Nichtregierungspartei-Bundespräsidentschaftskandidaten später folgt. Aber auch bei den Regierungsparteikandidaten gibt es kein Beispiel, würde auch sein Image nichts Gutes tun, ja, und da würde der jeweilige Koalitionspartner übrigens Nein sagen, dass er nachher eine Rolle findet, das zu beeinflussen. Das heißt, und das würden die Leute vielleicht nicht so ausführlich und umständlich beschreiben wie ich, aber vom Gefühl her ist das auch in der Stimmungslage der Leute drin. Das heißt, wenn es auf die Ebene geht, konkrete Gesetze, dann wären eigentlich alle eher gut beraten, doch wieder das würdige Staatsnotarwesen, obwohl ich das für eher unglücklich halte, vom Sinken des Präsidentschaftsamtes in Österreich, was immer man sagt und ob das die mehrheitsfähige Position ist, die Leute glauben nicht, dass man das nachher umsetzen kann. Ist das so? Da bin ich mir nicht sicher. Bei konkreten Gesetzen nein. Ich glaube, dass eine Debatte durchaus gut tut und auch kommen wird, soll der Bundespräsident diese Rolle nicht aktiver erfüllen, als es sich traditionell in Österreich entwickelt hat, also irgendwo zwischen frühstücksdirekten inlandwürdigen Staatsnotar im Ausland, plus ein bisschen Louis August Rohlwind als auch im Ausland. Das hat historische Gründe gehabt, denn wenn von der Verfassung durchaus mitgedacht wurde, dass der Bundespräsident in einem Dreiermachtgleichgewicht agiert, also Regierung, Parlament und der Präsident, dann ist er natürlich obsolet geworden, ausgleichend zu wirken, wenn wir von 66 zuerst ÖVP, dann mit einem Jahr Unterbrechung 13 Jahre SPÖ absolute Mehrheiten haben. Denn wo soll der Bundespräsident ausgleichend wirken zwischen einer absoluten Parlamentsmehrheit einer Partei und einer Regierung ausschließlich aus dieser Partei zusammengesetzt? Ne? Und auch bei großen Koalitionen, die Verfassungsmehrheiten haben, die sich auch über Sozialpartnerschaft und anders gut verstanden haben, einmal, ja, war, auch wenn sie mit Theaterton aufeinander losgingen, war dieses Ausgleich nicht notwendig. Das mag, wenn wir vielleicht einmal drei Parteienregierungen haben oder bei einer zunehmenden Polarisierung anders sein, das glaube ich schon. Aber nur von einem Grundverständnis, wenn Sie so wollen, von einer programmatischen Erklärung her, die eine Regierung auch hat oder wie sich das Parlament versteht, nicht im einzelnen Gesetzfall. Wenn sich ein Bundespräsident in die Zwischenrufrolle begibt, dann interpretiert er erstens die Verfassung so, wie es nur 2-3% der Verfassungsrechter tun, denn er muss die Gesetze beurkunden. Man könnte durchaus noch sagen, dass es nicht nur, ob formales Zustandekommen korrekt war, sondern ob Grundsatzfragen nicht verletzt wurden, aber sicher nicht, ob im Gesetz ABC, § 47.11, das anders formuliert wurde. Und er würde sich unglaublich abnützen. Also sehr, dass bei einem Gesetz opportun erscheint und vielleicht auch mehrheitsfähig wäre. In der Summe der Gesetze, die dann zwangsläufig aus einem Fleckerlteppich von Themengebieten stammen würden, ruiniert er sich. Und wenn er es exzessiv ausübt, und das finde ich auch die Verantwortung eines Akteurs, dann würde eine Verfassungsblockade forcieren. Denn er kann ja kein neues Gesetz initiieren. Er kann irgendwas blockieren. Genauso wie er eine unerwünschte Regierungsbildung blockieren kann, aber er kann ja nicht eine andere wirklich durchsetzen, die eine Überlebensdauer von einem Tag hat, weil das Misstrauensvotum jederzeit zu Fall gebracht wird. Oder noch schlimmer, die täglich unter dem Damoklesschwert dieses Misstrauensvotums steht. Das ist wahrscheinlich noch schlimmer für eine Regierung, wenn man sie sofort zu Fall gebracht wird. Also da glaube ich schon, ja, eine Bewegung in der Debatte, das halte ich auch für sehr wichtig, weil es der Sinn der Verfassung ist, eines durchaus auch inhaltlich aktiveren, aber nicht so weit geht. Der amerikanische Präsident kann wirklich sagen, wir passt inhaltlich das Schulgesetz nicht, da stelle ich mir was ganz anderes vor. Und eine Frage dazu, die praktische Ausübung des Amtes, das Sie jetzt ansprechen, aber im Wahlkampf schaut das unten anders aus, dass man der Wählerschaft schon was erklärt, was man etwas erreichen möchte, und das sind diesbezüglich oder anderen Äußerungen gefallen. Ne? Also ich kann nur auf die Erfahrung bisheriger Wahlkämpfer verweisen. Es stimmt zwar, Sie haben recht, dass man hören will, also ein großer Teil der Wählerschaft, ich werde ein aktiver Präsident sein, aber nicht, wenn man es zu konkret formuliert, weil dann erstens polarisiere ich sehr und irgendwann muss ich 50% plus eine Stimme kriegen. Also das geht nun mal in der zweiten Wahlgang nicht anders. Bei Stimmengleichheit entscheidet das los, also brauche
was Glück. Also das Nein, das würde dann doch bei älteren Wählergruppen vor allem und ein Drittel der Wahlwähler oder der Wahlberechtigten sind in Pension extrem. Das übernimmt übrigens auch der US-Präsident, ich kann sie jetzt schauen auf die Bühne, habe es nicht übersehen wieder, aber das wird bei uns ein bisschen überhöht dargestellt. Denn der amerikanische Präsident hat ein Vetorecht, ja, das auch, und das ist mittlerweile anerkannt, als inhaltliches Vetorecht bei jedem Gesetz verstanden. Aber er hat zum Beispiel eines schon nicht mehr, oder nur in sehr eingeschränktem Ausmaß, das ist das sogenannte Line-Item-Veto. Also das zum Beispiel sagt beim Gesetz X, Paragraph 1 gefällt mir, unterschreibe ich, Paragraph 2, nie im Leben, nicht mit mir, Veto, 3 und 4 passt, unterschreibe ich wieder 5, no go, und so weiter. Das geht nicht. Da müsste er das ganze Gesetz zu Fall bringen oder das Ganze unterschreiben, was übrigens zur Taktik des Kongresses führt, dass es sogenannte Sweeten oder Killer Amendments gibt. Also Zusätze, die man dem Präsidenten so als Zucker entweder mitgibt. Du bist nicht wirklich glücklich mit unserem Gesetz, aber in diesem Zusatzartikel steht etwas drinnen, was dir sehr gefällt. Und dann unterschreib bitte doch. Oder Killer, wir wissen, du wolltest dieses Gesetz eigentlich und die öffentliche Mehrheitsmeinung will es auch. Also wir sagen es nicht, wir machen es nicht, aber wir schreiben ein Killer-Element dazu, dass dir überhaupt nicht passt und wollen ein Veto von dir holen. Oder wenn du es nicht machst, Win-Win-Situation für uns, dann haben wir wenigstens das auch noch mit untergebracht. Das kann er nicht. Ja? Und wenn er es exzessiv macht, dann würde er sich geradezu lächerlich machen. Und die letzte Zusatzbemerkung dazu, was mir jetzt gar nicht gekommen haben, weil wir über Präsidentschaftswahlen sprachen. Wenn schon Prognosen sehr wahrscheinlich ist, die Republikaner halten das Haus. Und das ist für Hillary Clinton, wenn sie Präsidentin wird, eine verdammt schlechte Nachricht. Senat ist offen, weil da die Demokraten einige Sitze dazugewinnen können. Aber viele offene Wahlkämpfe, da würde ich mich nicht aus dem Fenster. Aber wenn die Republikaner das Haus halten, und das ist sehr wahrscheinlich, ist das für den demokratischen Präsidenten grundsätzlich schlecht, aber für Hillary Clinton aufgrund der Machtverteilung in der US-Verfassung ganz schlecht. Weil dann hat sie 435 Oppositionelle in der größeren Kammer des amerikanischen Kongresses. Entschuldigung, so war das. Ich wollte die USA-Kurve noch ganz. Noch einen Sprung zurückführen, vielleicht. Frage zur Stimmung. Glauben Sie, ist die Bevölkerung, sind die Wähler bereit, oder wie man einen Präsidenten zu wählen, der nicht aus dem roten oder schwarzen Wahl? Das halte ich für einen realen Befund, während bei allen bisherigen Wahlen es so war, dass ÖVP und SPÖ-Kandidaten in Summe 80%, ich habe jetzt gerundet, das sind 78,x% aus der Erinnerung, oder mehr hatten, oft 90% und mehr, wenn denn von beiden Parteien ein Kandidat im Rennen war, was bei Wiederwahlen nicht immer der Fall war, ist es diesmal wirklich offen, ob überhaupt einer hineinkommt und mehr als unsicher, ob alle beide in die Stichwahl kommen, und das ist schon bemerkenswert genug. Und das zeigt es, abgesehen von der, wir wissen natürlich noch nicht, wer wie viel Unterstützungserklärungen schafft, aber 7, 8 Kandidaten sind sehr real, und das wird dazu führen, dass es die größte Zahl von Kandidaten aus dem Stimmzettel geben wird. Und das zeigt wirklich, ohne, ich bin sonst sehr vorsichtig mit so Dramatisierungen, Einmaligkeit noch nie in der Geschichte der Zweiten Republik, aber das stimmt einfach. Und die Dimensionen müssen Sie sich vorstellen. Wenn ich jetzt als Arbeitshypothese davon ausgehe, ein Kandidat muss 25% plus anstreben, um in die Stichwahl zu kommen. Das ist keine Prognose. Natürlich kann es sein, dass dann auch 22-23% reichen, aber nachdem es zwischen den 5, die gleich auf erscheinen, durchaus noch Verschiebungen wohl geben wird, muss ich mal zumindest 25% plus als strategisches Ziel haben. 30% wäre wahrscheinlich zu ehrgeizig, dann bin ich sicher dabei, aber das wäre zu ehrgeizig. Nicht einmal da sind sich Hunsdorfer und Kohler als die Regierungspartei und Koalitionsparteikandidaten sicher. Das heißt ja, dass sie in Summe eben bei dem landen, was auch den Parteien in Umfrage gegeben wird, bei irgendwo zwischen 40% und 50%, während die Kandidaten sonst 80% plus immer hatten. Und das zeigt schon die dramatische Veränderung. Und das ist möglich. Sie können, und selbst wenn Sie es beide schaffen, dann sind Sie irgendwo vielleicht bei den 50% gleiches Plus. Kleines Plus, aber auch nicht für mehr. Dann ist es sich für beide halt ausgegangen. Das ändert nichts an meiner These, wie dramatisch das ist. Also das muss man sich schon zahlenmäßig anschauen. Herr Professor, welche Auswirkungen schätzen Sie, würden passieren, wenn es beide Kandidaten nicht schaffen von der Regierungspartei, in die Stichwahl zu kommen? Hätte es
Auswirkungen, weil es wird sicher Auswirkungen haben, auf die jetzt aktuelle Regierung, die ja nicht unbedingt als sachfest zu bezeichnen. Naja, also den ersten Teil der Frage muss ich Ihnen sehr deutlich verneinen, wenn es nach Vernunftskriterien zugeht, denn niemand würde ja strategisch, logisch so denken, jetzt habe ich gerade in einer Wahl besonders schlecht abgeschnitten, deshalb ist das, was ich anstrebe, möglichst schnell die nächste Wahl. Jetzt können Sie zu Recht einwenden, das habe ich bei der jetzigen Regierung schon länger gesagt und da recht behalten, dass das der Hauptgrund ist, warum man nicht in Neuwahlen geht. Ich habe das allerdings auch im Jahr 2008 gesagt und wurde von Herrn Wolterer widerlegt, der gesagt hat, es reicht. Allerdings bleibe ich trotzdem bei meiner Aussage voller Überzeugung und mehr denn je, nach strategisch-logischen Vernunftkriterien, kann es kein Argument geben, wenn ich gerade besonders schlecht liege, in Neuwahl zu gehen. Dass Wolterer das anders gesehen hat, da bestätigt die Realität eher mich als seine These. Ja? Also gereicht hat es schon, aber den Wählern. Also das ist nicht logisch. Was allerdings das Konfliktpotenzial schon auf die Spitze bringt. Was sind denn dann mögliche Konstellationen? Die wahrscheinlichste dann ist Van der Bellen-Hofer. Das heißt, die Regierungsparteien sind in der Situation, dass sie selbstverständlich keine von ihnen eine offizielle Wahlempfehlung abgeben werden. Aber das heißt ja nicht, dass keiner aus so immer noch großen Parteien was sagt, dass sie genau gegensätzlich, und zwar nicht nur als leichte Präferenz, sondern mit Inbrunst von ganzem Herzen einen Wunschkandidaten haben. Weil die SPÖ weiß, ihre Wahrscheinlichkeit steigt enorm, in der nächsten Regierung wieder zu sein, unabhängig vom Nationalratswahlergebnis, wenn Van der Bellen Präsident wird, und sinkt zwar nicht gerade gegen Null, aber radikal, wenn Hofer Präsident wird. Und umgekehrt, die ÖVP weiß, ich bin mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in der nächsten Regierung. Ich weiß nur noch nicht, ob in der Kombination Blau-Schwarz, Schwarz-Blau oder Dreier-Variante, wenn Hofer Präsident wird. Und ich bin mit einem ziemlich hohen Risiko vielleicht raus, nicht ganz so dramatisch, wenn Van der Bellen Präsident wird. Also das ist natürlich eine Konstellation. Aber dieses Spiel können Sie in vielen Varianten spielen und für Sie als Journalisten und aus dem Medienbereich und für mich als Politikwissenschaftler zugegeben ist das toll spannend für die betroffenen Parteien natürlich nicht. Stellen Sie sich zum Beispiel vor, also es ist nicht sehr wahrscheinlich, aber die Stichwahl wäre Kohl versus Hofer. Die SPÖ schätzt beide sehr wenig. Man könnte auch sagen, sie hasst sie auch schon. Muss sich dann aber doch wieder mal überlegen, jenseits einer offiziellen Wahlempfehlung, die es nicht geben wird, definitiv, wen hasse ich etwas weniger? Ich würde gerne für die nächsten Monate, wenn Sie einverstanden sind, diese Formulierung Ihnen insofern indirekt glauben, dass ich sie etwas abschwächen würde, sage, da drohen nicht gerade gesundheitsfördernde Konstellationen für die Parteivertreter. Ja? So ist es dann nämlich vielleicht eher Sendetag. Gut, Abschlussfrage noch. Ich hätte auch nur eine Frage, inwiefern glauben Sie, wird sich die Wahlbeteiligung wieder steigern? Weil beim letzten Mal war sie auf dem historischen... Also zu 54% wird sie sich steigern, diese Prognose wage ich, und das ist auch keine große Kunst, die man ein offenes Rennen. Allerdings, das stimmt schon nachdenklich, während die Bundespräsidentschaftswahl aufgrund auch der Tradition der Wahlrecht, die in manchen Bundesländern schon früher abgeschafft wurde, das ist also der Reihe nach nur gegangen, Tirol war das letzte Bundesland, steigern ja, aber die jetzigen Daten sind noch nicht so, dass sie dramatische Höhen erreichen. Ja, also wir sind jetzt bei etwa der Zahl vom letzten Mal, die sagen wir ganz sicher hin, das wird sich natürlich noch stark erhöhen, ja. Ich habe selber gesagt, viele machen sich erstmal was dann konkrete Gedanken, aber es ist schon noch eine große Gruppe, problemstrategisch eher für die FPÖ selbstverständlich, weil die das propagiert hat, wozu brauchen wir dieses Amt? Und das halte ich für Fehlinterpretation der Verfassung, denn man hat sich da im Machtgleichgewicht schon sorgsam überlegt. Man kann natürlich über den Sinn des Bundespräsidenten diskutieren, das ist sehr legitim auch, allerdings, das ist eine wirklich Mussbedingung, nur im Zusammenhang mit einer Gesamtänderung der Bundesverfassung. Es ist natürlich möglich, andere Modelle einer demokratischen Verfassung zu diskutieren, aber ich kann nicht einen Stein eines sorgsam überlegten Machtgleichgewichts herausnehmen, das geht nicht. Genauso wie es sinnlos ist, nur über Direktdemokratie in anderer Form zu diskutieren, wo ich übrigens durchaus dafür bin, und nicht auch über Wahlrecht. Generell und so weiter und so fort. Also das ist eine gute Schlussfrage vielleicht, weil das, also die Wahlbeteiligung wird ganz sicher steigen. Wir haben aber eine durchaus relevante große Gruppe, die diese
die gesamte Ablehnung und auch diese Politikverdrossenheit so groß ist, dass sie auch von keiner Oppositionspartei mobilisierbar ist. Ich denke mal, dass vor allem Wien war, 15 Jahren war, oder vor 10 Jahren war ja Wien knapp bei 60%, ja. Jetzt wieder bei 75, wird halt die Frage sein. Das ist mit der Polarisierung, hat natürlich was zu tun, aber auch und auch mit knappen Wahlkämpfen. Wien galt lange als Wahl, total ist rund, es dauert 90 Minuten und am Ende ist die SPÖ auf jeden Fall weit vorne und man kann nur streiten, hat sie die absolute Mehrheit, ja oder nein. Aber Sie dürfen diese Steigerungen, in Wien ist natürlich die Polarisierung und knapper gewordenen Wahlkämpfe schon ein Grund. Ein Teil des Wiederanstiegs auch in Bundesländern hat einen technischen Grund und das ist die Einführung der Briefwahl. Teilweise auch die Einführung des vorgezogenen Wahlsonntags und da darf man sich nicht täuschen. Ich finde das richtig, dass man das gemacht hat, weil die Erleichterung des Wahlzugangs demokratiepolitisch ich für richtig halte. Aber man darf sich natürlich nicht täuschen, dass man durch eine technische Verbesserung und Erleichterung ein gesellschaftliches Phänomen erfolgreich bekämpft hat. Das stimmt nicht. Ja? Also nur einfach das technisch zu erleichtern, verändert noch nicht die Stimmungslage. Aber von wegen Wahlbeteiligung, glauben Sie nicht, dass die junge oder jüngere Klientel völlig wegbricht bei Kandidaten des etwas reiferen Alters? Vorsicht! Es ist sehr heikel und auch objektiv falsch, wenn man einfach so also quasi damit, das haben wir das nicht ganz getan, aber böswillig könnte ich es herausreden, zu einem guten Teil wählen ja junge Junge und alte wählen alte, man ist fortsetzt, wählen Frauen und so weiter. Das ist am Rande von Altersdiskriminierung, Geschlechterdiskriminierung etc. Das Dilemma ist natürlich ein anderes und hat indirekt, das ist ja ganz falsch, was Sie sagen, mit dem biologischen Lebensalter zu tun. Was Junge natürlich wollen bei allen Wahlen, können Kandidaten glaubhaft verkörpern, mit meiner Lebenswelt etwas zu tun zu haben. Da muss man nicht zwangsläufig selber jung sein. Es gibt eine Reihe von Jungfunktionären in Parteien, die am allerfernsten zur täglichen Lebenswelt von echten Jugendlichen sind. Ja? Und das Problem ist, kann nicht die Kandidaten, ob alt oder jung, können das nicht immer, aber weil sie auch rechnen können, wollen sie nicht. Wir haben nun mal, Stichwort Alterspyramide, die keine Pyramide mehr ist, sondern ein Pilz grafisch, eine Bevölkerungsstruktur, wo weniger, und zwar deutlich weniger als ein Fünftel der Wahlberechtigten unter 30 ist, trotz Einführung Wählbild 16, sonst wären es noch weniger, und gleichzeitig rund ein Drittel der Wahlberechtigten in Pensionen 60 plus, was ja in Österreich immer noch, es fängt ja ein bisschen kurioserweise aufs Gleiche rauskommt. Das heißt, rechnen können die Wahlkampfstrategien, das kann man Ihnen jetzt gar nicht vorwerfen, sagen natürlich, ich will mich gar nicht so geben, dass ich mit der jugendlichen Lebenswelt besonders viel zu tun habe, weil rein rechnerisch mein größtes Potenzial, gerade bei Traditionsparteien sind ja die Pensionisten, dort mit einem oder anderen Prozentpunkt mehr habe ich viel mehr erreicht. Und nachdem ich ja, wenn nicht, das halte ich für sehr unwahrscheinlich, Massenzuwanderung im Sinne auch Anerkennung von Einbürgerung von Staatsbürgerschaften passiert, kann ich Ihnen die Wählergruppen in 16 Jahren ganz genau beschreiben. Denn um in 16 Jahren wahlberechtigt zu sein, müssen Sie jetzt geboren sein. Glauben Sie mir, das ist biologisch von den Kollegen der Naturwissenschaft sehr schlüssig nachgewiesen, es geht nicht schneller. Ja? Also Sie müssen, um in 16 Jahren wählen zu können, jetzt schon geboren sein, es sei denn eine Masseneinbürgerung. Aber Flucht und Asyl, Zuwanderung hin oder her, dass wir wirklich Massen die österreichische Staatsbürgerschaft in kürzester Zeit bekommen, ist nicht zu erwarten. Dann wird sich dieser Trend, weil ich ja die Jahrgänge schon kenne und deren Größe fortsetzen. Ich weiß es leider nie von der Steiermark, ich wundere das mal eben durchgegangen, deswegen habe ich immer das Beispiel Oberösterreich. In nicht ferner Zukunft, sondern schon bei der übernächsten Wahl, wird das Durchschnittsalter des oberösterreichischen Wählers 60 sein. Das Durchschnittsalter bei der übernächsten Wahl. Wenn wir jetzt Masseneinbürgerung von jungen Menschen oder dergleichen ausschließen. Es mag sein, dass das in der Steiermark durch die noch größere Universitätsstadt Graz etwas geringer ist, aber so unterschiedlich ist es nun auch wieder nicht. Ja? Sagen wir nahe 60. Ich weiß nicht, das muss ich zu meiner Erscheinung sagen. Das ist eine rechnerische, nüchterne Betrachtung. Das ist das Bittere, genau. Ja, man muss dazu sagen, der ursprüngliche Grund, bei der Zeit nein, 1, der ursprüngliche Grund, das muss man jetzt bitte ergänzen, ist extrem positiv, denn dass wir alle älter werden und länger leben. Und ich bin sehr dafür und glauben Sie mir, jedes Jahr bin ich mehr dafür. Ja? Ursprünglicherweise stimmt mir die klare Mehrheit zu, ein paar Selbstmordfanatiker ausgenommen. Ja? Also, aber
Und das ist ja, das macht ja die Diskussion gesellschaftlich spannend, und ich finde es so schade, dass das ein Tabu ist de facto und dass sich auf reine Pensionsdebatten reduziert. Was gibt es für Möglichkeiten? Die erste Methode ist die sogenannte Natur- oder Spaßmethode. Das heißt, wir haben alle unglaublich viel Spaß und auf natürlichen Weg die Geburtenrate zu erhöhen und bemühen uns ganz intensiv dafür. Die meisten Menschen machen das Spaß. Das Teuflische daran ist, dass die Empirie andere Länder vergleicht mit Langzeitstatistiken, wenn die Geburtenrate, also Zahl der Kinder im Durchschnitt pro Frau im gebärfähigen Alter, wie in Österreich auf 1,3, 1,4 gesunken ist, ist das nirgendwo in einem Vergleichsland jemals wieder angestiegen, egal welche Förderungen, Kindergelder und so man unternommen hat, weil es eher ein gesellschaftlich-soziologisches Phänomen ist, das sich so nicht wirklich verändern kann oder nur geringfügig. Nachdem die, mit allen Aufklärungsmethoden, wenn nachdem also diese zugegeben spaßmachende Naturmethode also nur bedingt wirksam ist in der Realität, bleibt nur ein und bei aller Weiterentwicklung der Naturwissenschaft, wie also Klonen, Gentechniken etc. mal ausschließen wollen, hoffentlich, bleibt nur noch die Diskussion darüber, gezielte Einbürgerung, Zuwanderung. Das ist natürlich ein Tabuthema, das überfrachtet ist, das ich nicht sachlich mehr diskutieren kann. Das zeigt sich ja schon daran, dass Zuwanderung und Flucht und Asyl zwar Bezugspunkte haben in der Debatte, aber zwei vollkommen verschiedene Themenbereiche sind. Erst recht die jetzige Flucht- und Asylthematik, wo immer noch die überwältigende Mehrheit nicht in Österreich bleibt, was übrigens überhaupt nichts Neues ist. Ich habe soeben gelernt, dass von rund 700.000 Ungarn, die nach Österreich gekommen sind, auch nur 60.000, 70.000 hier geblieben sind. Der Rest wurde auch durchgewunken. Es gibt diese Parallelen auch. Also, aber für die Wählerschaft ist das einfach eine Realität. Und kurzzeitig gedacht für jede Partei, weil werfe ich das keinem Wahlkampfmanager vor. Denn welcher Präsidentschaftskandidat soll ich denn am 24. April hinstellen und hey, ich bin ja Erster und wäre bei den unter 30-Jährigen in der Stichwahl. Insgesamt bin ich leider Vierter, blöd gelaufen. Ne? Führt aber zu Paradoxien, das ist schon sehr exkursbehaftet, wenn zum Beispiel über die Beibehaltung oder Abschaffung der Wehrpflicht, ich verkürze jetzt das Thema der Volksbefragung, abgestimmt wird, dann gehen wir mal davon aus, dass die 30- bis 60- oder 50-Jährigen aus Gründen der Einfachheit halber völlig neutral 50-50 wären und gehen wir auch aus von einer identischen Wahlbeteiligung in allen Altersgruppen, was natürlich so nicht stimmt. Dann können 100% der unter 30-Jährigen die eine Meinung vertreten. Wenn 60% der über 60-Jährigen das andere vertreten, haben die Mehrheit und das geht sich aus insgesamt. Ist es ein hypothetisches Beispiel, weil wie gesagt die Beteiligung nicht in allen Altersgruppen gleich hoch ist, weil natürlich nicht die Mittelalter 30 bis 60-Jährigen vollkommen 50-50 neutral wären, aber nur mal angenommen, um das zu veranschaulichen. Das hat natürlich schon, soweit übrigens auch zur Frage, ist es ein Nachteil, wenn ich nicht mehr ganz jugendlich taufrisch bin, im Durchschnittsalter der Kandidaten nicht unbedingt. Danke, das wäre ein schöner vorläufiger Schlusssatz gegeben. Es war keine Prognose erforderlich, um zu sagen, dass das einmal mehr sehr interessant war. Vielen herzlichen Dank für den Besuch und gleich jetzt die Einladung. Wir bekommen Sie unbedingt wieder zu uns in den Presseclub. Wir haben ein kleines Buffet vorbereitet. Verweilen Sie bitte noch bei uns. Und zuletzt die Ankündigung: Der nächste Clubabend am 15. März mit Chefredakteur, einmal mehr ausgezeichneten Chefredakteur Robert Patara. Kleine Zeitung, 15. März, 18 Uhr hier bei uns. Fragen Sie ihn, wie das geht. Mit schönen Grüßen von mir, der Gruppe. Dankeschön.